Und damit begrüße ich euch wieder zu Dead Space. Ja. Und wir machen mal direkt okay, weiter. Hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit was immer das hier ist. Kapitel 15. Schicksalswende Rosetta Labor. Okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Rosetta ja zusammenbekommen. Die Frage ist nur, wie? So, ich würde mal sagen, das ist der Kopf. Und dann müssen irgendwo die Beine sein. Die Frage ist, was sind nachher die Beine? Also, ich würde mal sagen, der Teil hier, der würde ich mal sagen, kommt hier hin. Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Ja, das ist die Frage. Aber ich glaube, nach dem Schnittmuster würde das passen. Dann haben wir so ein großes Schnittmuster. Das ist ziemlich hoch und breit. Das würde sogar noch das hier sein, hä? Das könnte... Hey, das sieht aus wie... Naja, so eine Art... Na, ist nur Klumpen. Wie sollen wir das je zusammensetzen? Ja, das ist eben die Frage. Das muss doch irgendwie gehen. Das passt aber schon, hä? Ja, das geht auch nach unten, das geht auch nach unten. Und ich glaube, das Muster, nee, das könnte sogar noch passen. Dann haben wir wieder so ein breites Muster. Das wäre das, hä? Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. So, dann haben wir... Irgendwie. Also warte mal, beim Kopf haben wir so einen kleinen Ausschnitt. Das ist ja hier nirgendwo zu finden. So, dann haben wir so eine große, breite Brustkorb. Dann geht es so in Richtung der Beine. Oder was das dann auch immer ist. Jetzt haben wir da oben ein großes Stück und ein kleines. Ja, das ist noch schwierig. Ich denke mal, es könnte der hier sein. Nein, der wäre hier. Ja, das würde passen. Nachher müsste das hier sein. Okay, dann haben wir noch. Dann müsste das nach hinten. Montage komplett. Für Codex-Initialisierung bitte warten. Mal sehen, was wir hier haben. Okay, das wäre jetzt dieses Alien. Das haben wir jetzt zusammengesetzt. Okay, jetzt müssen wir noch selber... Das Ganze... Oh, warte, nee, da müssen wir dahinter, oder? Ja. Noch selber das Ganze steuern, hä? Wo ist ihr Gesicht? Sie hat kein Gesicht. Es ist nicht mal eine Sie, sondern ein S. Rosetta ist ein Alien. Was? Was soll das heißen? Das heißt, dass sie ein Alienhirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alienmaschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Thank you.
Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir, und es breitete sich aus. Es verzehrte sie, es zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott, der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf. Und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Das ist der Schlüssel. Um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein! Er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danik. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Alle raus hier! Wir haben was gebraucht! Harry! Einsatz der Codex! Du ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem! Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nicht mehr raus! Ja, sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Fehlfunktion der Tür. Ah, wir müssen diese Tür schließen! Ellie, komm schon! Ellie! Das geht nicht! Das bewegt sich zu schnell! Isaac, tu's bitte! Tu's einfach! Isaac! Ich liebe dich! Oh, Scheiße, zu spät! Oh, Scheiße, es war zu spät! Ah! Er hat die Tür zugesperrt. In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen. Nein, du kommst nicht mehr raus. Ja, los, ich bin direkt hinter dir. Oh Mann, ey, was hier abgeht. Oh nee. Ellie, komm schon. Ellie. Das geht nicht. Das bewegt sich zu schnell. Isaac, tu's bitte! Tu's einfach! Isaac! Ich liebe dich! Schwein gehabt. Isaac! Nein. Hey! Nein. 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 Es strömt weiter Gas aus! Wir müssen weg! Jetzt! Ich habe nur sie... Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden. Für sie. Verstanden? Verstanden? Ja. Dann los jetzt. Isaac, jetzt. Isaac. Oh ja, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Oh, du Scheiße. Ich hab sie zurückgelassen. Ellie.
Isaac! Hey! Reißen Sie sich zusammen! Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp! Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten. Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Verstanden? Okay. Okay. Hey. Hey. Sieht aus, als hätte Danik alle Etagen aufgesperrt. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Jesus. So, Bastard. Okay. Wir trennen uns. Sie übernehmen Etage 1, ich Etage 2. Okay. In Ordnung. Aber hey, bleiben Sie am Leben, ja. Ohne Sie schaffe ich das nicht. Oh Mann, ey. Ich glaub's jetzt nicht. Jetzt haben wir die Ellie noch verloren und jetzt sind nur noch... Ich weiß, wo deine Kind ist. Um zur Maschine zu gelangen, muss er unter die Erde und es gibt nur einen Weg nach unten. Der große Silo nördlich von hier. Okay, ich aktualisiere meinen Ortungssender. Wir treffen uns dort. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, hä? Sauhund, ey. Jetzt geht die Action. Oh, Alter, jetzt geht die Action los. Sauhund. Er ist hinter dem Kodex her. Haltet die Stellung. Wir werden wieder geboren. Da ist er. Alter, jetzt sind noch die Viecher! Uhu, geil! Nein! Nein! Alter, ey, du Scheißvieh! Der da hinten, der Typ nervt mich genauso, ey. Wow, was ist da jetzt passiert? Alter, was geht jetzt hier ab? Wie verriegelt. Ha, ja, ich muss doch da lang, oder nee? Ah, ich kann da nicht lang, weil jetzt noch die Viecher hier im Weg sind. Scheiß Vieh, ey. Alter, was geht jetzt hier ab? So, jetzt müssen wir uns beeilen. Auf geht's. Die letzte Etappe zu Dead Space 3. Wir müssen jetzt Danik aufhalten. Er darf die Maschine nicht abschalten. Krass. Ich glaube, ich bleib. Ja, bleib mal bei dem. Ich brauche Muni! Und jede Menge Medipacks, das ist das Beste, ja. Okay, wir müssen hier durch, ja? Oh! Hallöchen, Jungs!
Flammenlasso. Oh, Flammenlasso, geil. Das nehme ich. Danke. So, jetzt geht's los. Bin jetzt mal ziemlich gespannt. Oh. Nee, das ist noch nicht der Platz ganz am Anfang. Verbrenne, Sauhund. Sag mal, du gehst mir ganz schön auf den Keks, hä? Sag mal, wo bist du? Aha, da. Fuck, wir müssen die Tür entriegeln irgendwie. Wow! Nein, nicht die! Boah, Alter, das war Schwein gehabt. Boah! Ey! Alter! Alter, wo ist jetzt der eine noch? Hier war doch einer. Oder auch nicht mehr. So, jetzt. Au. Aha, da oben. Sauhund. Jetzt hab ich ihn, hä? So, können wir jetzt endlich hier mal das hacken. Danke. So, jetzt geht's endlich mal los hier. Hallo, mein Joystick. Ja, mein Joystick ging jetzt gerade nicht. Nochmal neu. So, jetzt geht's, hä? Alter, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Hallo. Hey, was ist denn jetzt auf einmal los? Das gibt's doch nicht. So. Zack. Dann gehen wir den hier hin, den so, zack. Zack. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. System freigeschaltet. Supi, danke. Gehen wir mal. Machen wir uns mal weiter auf den Weg, hä? Ich glaube, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Und ich würde einfach mal sagen, ich mache mal wieder mit euch an dieser Stelle
einen schönen Folgenstopp und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Dead Space. Und ich bedanke mich mal wieder bei euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Ciao.